Wenn es um die Buspreise in Münster geht, bekommt man viele verschiedene Meinungen mit. Manche finden sie zu teuer, manche genau richtig und wieder andere sind für einen kostenlosen Nahverkehr. Um das Thema etwas genauer zu beleuchten, haben wir Interviews mit Vertretern der Stadtwerke Münster und der Linken Münster geführt. Die Linke setzt sich für einen kostenlosen Nahverkehr ein. Mit einem Dreiphasenmodell wollen sie innerhalb von wenigen Jahren den kostenlosen Nahverkehr zunächst in 15 Städten Deutschlands testen und dann möglichst für ganz Deutschland ausbauen. Wir haben Heiko Wischnewski, Ratsmitglied der Linken Münster, für ein Interview zu uns ins Bennohaus eingeladen. Als erstes wollten wir von ihm wissen, ob er denkt, dass Münsters Busnetz für die aktuellen Ticketpreise angemessen ist. Also aus meiner Sicht eigentlich eher nicht, weil die Taktung ist schlecht, die Durchschnittsgeschwindigkeit der Busse ist eigentlich sehr mäßig und es ist einfach viel zu wenig Platz da für den ÖPNV. Aus meiner Sicht müsste auf jeden Fall erstmal die Infrastruktur ausgebaut werden, also es müsste halt zulasten des motorisierten Individualverkehrs halt der ÖPNV ausgebaut werden und die Preise sind natürlich auch nicht angemessen dafür. Wir wollten auch wissen, welche Dringlichkeit der Übergang zu einem kostenlosen Nahverkehr für ihn hat. Ja, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr dringend, weil ich denke mal, dass wir halt tatsächlich halt, wenn wir den Klimanotstand ausrufen und den Verkehr als Hauptemittenten halt hier in Münster von Treibhausgasen halt sehen, dann müssen wir natürlich den ÖPNV stärken. Natürlich entstehen da auch Kosten, das ist nicht zum Nulltarif zu haben, allerdings sollten die auf die Allgemeinheit umgelegt werden und nicht auf den einzelnen Fahrgast. Um zu erfahren, warum die Bustickets in Münster ihren Preis haben und inwiefern der kostenlose Nahverkehr Thema bei Stadt und Stadtwerken ist, haben wir uns mit Frederik Koddenberg von den Stadtwerken Münster getroffen. Unsere erste Frage war, warum in Münster das Einzelticket im Bundesvergleich neben Hamburg das teuerste ist. Dieser Preisvergleich ärgert uns immer ein bisschen, weil er uns halt nicht gerecht wird. Wir haben auf der einen Seite einen Einzelticketpreis im Bus. Der wird halt auch immer herangezogen und der ist bei uns bewusst teuer gemacht mit 3,30 Euro. Und das ist auch ein Ticket, was wir nicht unbedingt empfehlen. Das ist ein Ticket für einen absoluten Notkauf. Wir haben ganz andere Ticketlösungen, auch für Gelegenheitsfahrer, die nur zwischendurch mal fahren oder meinetwegen auch ein- oder zweimal im Jahr. Dafür haben wir unser 90-Minuten-Ticket. Das ist ein elektronisches Ticket, mit dem checkt man ein im Bus und kann nach dem Check-in 90 Minuten fahren. Und das kostet dann nur 2,20 Euro und das ist im Städtevergleich dann super günstig. Und natürlich wollten wir auch wissen, wie er zum kostenlosen Nahverkehr steht. Kostenloser Nahverkehr ist im Moment in den Medien eine Wunschvorstellung. Das kann man alles machen, wenn es bezahlt wird. Und wir haben natürlich auf der einen Seite heute Ticketeinnahmen, die wir brauchen. Das sind um die 34 Millionen Euro. Und das viele natürlich weg. Wir haben auch Ausgleichszahlungen für den Schülertransport beispielsweise. Das viele dann auch weg. Und wenn man plötzlich den Nahverkehr kostenlos macht, dann hat man nämlich auch entsprechend Nachfrage. Und dafür müssten wir unser Angebot, also die Anzahl der Busse, die Linienführung, drastisch erhöhen. Das ist aber auch eine Entscheidung, die trifft eine Stadt und die Politik. Und die Finanzierung muss dann dafür da sein. Und wir sind der Überzeugung, dass das gut gemachter Nahverkehr dem Bürger auch was wert ist, dass er auch dafür Geld bezahlt. Das muss halt immer preisgünstig sein und das muss fair sein, das Ganze, damit die Alternative da ist, auch dann vom Auto stärker umzusteigen. Die Linke Münster sieht das natürlich anders. Heiko Wischnewski hat schon eine Idee, wie man einen kostenlosen Nahverkehr finanzieren könnte. Gut, ich meine, natürlich ist die Frage der Finanzierung eine sehr wichtige. Ich meine, es wird ja einiges subventioniert, unter anderem motorisierter Individualverkehr. Also der VCD hat einmal ausgerechnet, dass halt in einer Stadt wie Münster halt für den motorisierten Individualverkehr halt pro Bürger pro Jahr 150 Euro ausgegeben werden. Also nicht für den ÖPNV. Das heißt, man kann da einiges umschichten. Und natürlich müssten die Zuweisungen des Bundes an die Kommunen halt größer werden, weil das kostet natürlich Geld und ist eine allgemeine Aufgabe, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Und das können die Städte vielleicht nicht ganz alleine leisten. Das Thema ist also kein einfaches, bietet aber viel Potenzial für innovative Ideen in der Zukunft und auch schon in der Gegenwart.